Hey Internetfreunde, die Welt ist voller Geheimnisse. Die Entführung von Johnny Gosch ist eines davon. Ich werde euch in 5 Minuten oder weniger erklären, warum Johnny nicht nach Hause kommen konnte. An einem Freitagabend im Jahr 1982 saß Familie Gosch jubelnd auf der Tribüne eines Highschool-Footballspiels, als ihr 12-jähriger Sohn wegging, um am Stand Popcorn zu kaufen. Als er mit dem Popcorn nicht zurückkam, ging sein Vater John los und fand ihn unter der Tribüne, wo er mit einem Polizisten aus West Des Moines sprach. Die Familie dachte sich nichts dabei, verließ das Spiel und verschwand in der tiefschwarzen Nacht eines amerikanischen Abends, nur um 1.30 Uhr geweckt zu werden, wie schon viele Samstage zuvor. John Gosch berichtete immer, dass der Anrufer die falsche Nummer hätte, wenn seine Frau Noreen fragte, wer zum Teufel um diese Zeit anrufe. Doch an diesem speziellen Morgen sagte er, ja, okay, zu dem Anrufer, statt mürrisch falsche Nummer zu sagen und aufzulegen. Der Sohn der Goschs stand vor Sonnenaufgang auf, um seine Zeitungstour zu beginnen. Normalerweise begleitete ihn sein Vater, aber an diesem Wochenende wollte der Junge alleine gehen und nahm seine Hunde mit, die ihm Gesellschaft leisteten, während er seine Zeitungen durch das verschlafene Viertel von Iowa zog. Doch als Nachbarn bei den Goschs anriefen, um zu berichten, dass ihre Zeitungen nicht zugestellt wurden, fand John den Wagen seines Sohnes mit Zeitungen und den Hunden angebunden 2 Blocks von ihrem Haus entfernt. Es dauerte 45 Minuten, bis die Polizei eintraf. Eine zu lange Zeitspanne, die Noreen öffentlich kritisierte. Zeugen, darunter auch andere Zeitungsjungen, sagen, ein Mann sei mit einem Auto vorgefahren und habe alle Jungen nach dem Weg gefragt. Ein anderer Zeuge berichtete, nachdem er weggefahren war, sei ein zweiter Mann zwischen 2 Häusern aufgetaucht. Er war zu Fuß und folgte dem Gosch-Sohn, der sich lautlos in Luft auflöste. Dieser Junge hieß Johnny Gosch. Noch am Tag von Johnnys Verschwinden begannen Suchtrupps Teile der Stadt zu durchkämmen, um Spuren von Johnny zu finden. Noreen erinnerte sich, dass der Suchtrupp im Nationalpark von einem Polizeichef, der betrunken auf einen Picknicktisch kletterte und durch sein Megafon brüllte, dass Johnny nichts als ein verdammter Ausreißer sei, nach Hause geschickt wurde. Polizisten aus den umliegenden Gemeinden kamen, um bei der Suche nach Johnny zu helfen. Doch derselbe Polizeichef wies die Männer zurück, obwohl die Polizei Johnnys Verschwinden für eine Entführung hält. Sie stuften ihn fälschlicherweise als Ausreißer im System ein. Einige Monate nach Johnnys Verschwinden kursierten laut Noreen Berichte über ihren Sohn in Oklahoma. Verzweifelt brachten die Goschs Johnnys Verschwinden an die Öffentlichkeit und riefen die Bürger auf, Ausschau nach ihrem Sohn zu halten. Er wurde gesehen, wie er um Hilfe schrie, als er von 2 Männern weggezerrt wurde. Ein paar Jahre später erschien Johnnys Foto landesweit auf der Seite von Milchkartons. Er war eines der ersten Kinder, deren Verschwinden auf diese Weise publik gemacht wurde. Doch auch dies half nichts. Sein Entführer zeigt Geschick und Erfahrung in der Praxis, Kinder zu entführen und keine Spuren zu hinterlassen. So verschwanden immer mehr Kinder. Der Franklin-Skandal und der Finders Call-Skandal brachen aus. Die Skandale um Kinderhandel verwickelten jene, die ganz oben in der amerikanischen Machtstruktur stehen. Dennoch bleiben eben diese Personen vom Gesetz verschont. Ihre Opfer, die sich gegen sie aussprachen, wurden zum Schweigen gebracht, entweder durch Inhaftierung, Spott oder Tod. Eines der Opfer, Paul Bonacci, der sich nicht zum Schweigen bringen ließ, erzählte seinem Anwalt John DeCamp, dass er als Teenager zusammen mit Johnny Gosch in einen Sexring verschleppt worden war. Dass Paul selbst gezwungen wurde, bei Goschs Entführung mitzumachen. Mehr Zeit verging und kein Johnny. Doch Noreen hütete ein Geheimnis. Als es 1997 eines Morgens an ihrer Tür klopfte, stand Johnny Gosch in Begleitung eines Mannes vor der Tür. Johnny bat diesen Mann um Erlaubnis zu sprechen und er erzählte Noreen, was ihm genau widerfahren war. Er wurde von einem Ring von Pädophilen gefangen gehalten. Er erklärte Noreen die Details, wie sie die Kinder aufspüren, und ging dann, ohne ein Wort darüber zu verlieren, wo er lebte und wohin er ging. 2006 berichtete Noreen, dass sie Fotos fand, die an ihrer Haustür hinterlassen wurden. Es waren Fotos von 3 gefesselten Jungen. Noreen beteuert, einer der Jungen auf dem Foto sei ihr Sohn, dessen Mund geknebelt ist, dessen Hände und Füße gefesselt sind und der ein Brandzeichen auf der Schulter hat. Obwohl die Behörden darauf bestehen, dass keiner der Jungen, die auf den Fotos zu sehen sind, irgendeine Verbindung zu Johnny hat, glaubt Noreen dennoch, dass die Bilder von ihrem Sohn stammen. Da Noreen weiterhin darauf beharrt, dass ihr Sohn sehr wohl am Leben ist, gab es Gerüchte und Spekulationen über seine Identität, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Johnny steht für einen Fall aus einer Zeit, als die Öffentlichkeit noch nicht bereit war, die Wahrheit zu verdauen. Wie viele weitere Franklin-Skandale müssen noch geschehen? Wie viele Finders-Zitat-Skandale müssen noch passieren? Wie viele kleine Jungs müssen noch verschwinden?
Während wir uns weiterhin in seliger Unwissenheit sonnen, weil unsere Kinder nachts sicher gebettet sind? Oder werden wir das Biest frontal angehen, damit die Kinder, die verschwunden sind, endlich nach Hause kommen können?